Ein neues Video von Massengeschmack TV. Und da schauen wir natürlich rein. Ja, an wen soll ich mich denn wenden, wenn ich mehr über mich erfahren möchte? Da bleibt in Zweifel nur noch Astro TV über. Ja? Doch. Nee. ChatGPT. ChatGPT ist der beste, Ratgeber grundsätzlich. Welches Buch hat Hugo vom YouTube-Kanal Einzig Hugo geschrieben? Hugo hat das Buch Wie man erfolgreich YouTuber wird geschrieben. Habe ich nicht, aber ich erfahre jedes Mal mehr. Ich erfahre jedes Mal mehr, wenn ich frage, welches Buch ChatGPT, wenn ich ChatGPT frage, welches Buch ich geschrieben habe, dann erfahre ich jedes Mal mehr über mich. Dort bietet jetzt auch Darius von Nebo seine Dienste an. Und ich ich glaube, mein Buch würde sich nicht so extrem gut verkaufen. Ich glaube, dafür bin ich noch etwas zu klein. Prolisa Vasai Hugo wünscht dir alles Liebe und Gute zu deinem 17. Geburtstag. Prole Herz. Danke für die Glückwünsche hier. Was anderes und für den Follow. Ich habe erst gedacht, ich wäre in irgendeinem schlechten Sadomaso-Film gelandet oder so. Ihr seht, oh, herzlich willkommen. Darius hier, mit wem habe ich das Vergnügen? Hier ist die Annemarie, guten Abend. Ich hätte gern mein Schicksal. Dein Schicksal, Annemarie, da schauen wir schnell rein. Klar. Liebe Annemarie. Ja? Du hast teilweise schon einige Probleme hinter dich gebracht, aber an anderen klammerst du dich noch fest. Ja, seht ihr das nicht auch? Es ist offensichtlich. Also das hier ist ein Pokémon auf jeden Fall. Aber das andere, keine Ahnung. Also ich sage mal, Schwierigkeiten, die du in der Vergangenheit hattest, beeinflussten noch heute dein Sein. Ist das richtig? Denkst du noch immer darüber nach? Das ist richtig. Vollkommen richtig. Das stimmt. Lass los. Du hast in deinem Leben auch schon viel erreicht. Du hast schon eine große Ernte auch eingefahren. Diese Transition. Warum habe ich nicht so eine Transition in meinem Stream? Das ist voll unfair. Ich will auch so eine Transition. Und du kannst auch noch mehr. Guck auf dein eigenes Herz. Guck auf die Liebe, die in dir ist. Guck auf das... Wie kann ich auf etwas gucken, das in mir ist? Das geht gar nicht. Was du anderen geben kannst. Viele Menschen mögen dich. Du bist ein liebevoller Mensch. Und du hast jede Menge Liebe verdient. Und andere wissen das auch. Darum sage ich dir, lass los den Ärger, den du immer noch in dein Leben mit dir trägst, und konzentriere dich auf die Zukunft und auf deine eigene Liebe, den Menschen um dich herum, die dir wichtig sind. Empfehle ich übrigens auch jedem einzelnen meiner Zuschauer jetzt im Stream und auch auf YouTube. Also das ist tatsächlich nicht nur ein Ding von er hier bei Annemarie, sondern es ist für euch alle gilt das, auch für mich. Das sind meine Kinder und meine Enkelkinder und mein Leben, ich habe das ganze Leben bei Kindern gearbeitet und das war meine größte Erfüllung. Stimmt das? Da siehst du es. Ja, das ist doch schön, wenn sie ihm selbst noch die Vorlage liefert, ne? Ich sag warum mal so, er das ihr Zeitungshoroskop nicht, auf Seite 3. Warum sagt er ihr nicht, dass sie ihr ganzes Leben bei Kindern gearbeitet hat? Hä? Das hätte er doch genauso gut wissen können. Warum muss sie das sagen? Er ist nicht weniger banal als das Blabla, was wir da gerade gehört haben. Denn natürlich hat ja irgendwann irgendwie jeder mal Probleme mit irgendwem gehabt. Und das prägt einen dann irgendwie auch. Ja, das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis. Aber vielleicht hat Lederdaria noch tiefsinnigere Ratschläge auf Lager. Krass. Hallo, hier ist Darius. Wie kann ich helfen? Hallo, hier ist Steve. Abklatschversion von Dorian. Oder wie ist der? Domian?
Wie ist dieser TV-Talker, wo Leute früher angerufen haben und ihnen so ihre belastenden Stories erzählt haben? Jörg, wann werde ich eine neue Freundschaft finden? Dirk, lass uns hineinschauen. Ja. Dirk, ich sehe, du hast schon einige Schwierigkeiten hinter dir und fühlst dich oft auch einsam. Du, ja, ach was. Jeder Mensch ungefähr auf dieser Welt hat Schwierigkeiten hinter dir oder hinter sich. Und wenn er sagt, wann finde ich eine neue Freundschaft, dann würde er sich vielleicht auch einsam fühlen. Klingt plausibel. Könnte ich mir vorstellen. No shit, Sherlock. Du hast manchmal schon aufgegeben, den Kontakt zu anderen Menschen zu finden. Doch ich sage dir, du wirst jemanden finden. Glaube an dich selber. Geh raus, lächel andere Menschen an. Du bist ein freundlicher Mensch. Du bist ein guter Freund. Und das werden andere auch sehen und in dir entdecken. Doch du musst selbst die Initiative ergreifen. Geh raus unter die Menschen. Erwarte nicht zu viel von ihnen. Und du wirst bald gute Freunde haben. Oder Subs. Die sind natürlich auch gut. Aber beim Lächeln darauf achten, nicht creepy zu wirken. Spreche ich dir. Vielen Dank. Ich danke dir, Dirk. Doch warte noch einen Moment. Dirk, du bist heute mein erster Anrufer. Ich habe die letzte Zeit nur im Verborgenen gearbeitet. Und darum möchte ich dich in mein Gedankenbuch eintragen. Gedanken sind mächtig. Und darum, Dirk, trage ich dich ein und werde von nun an jeden Tag eine Woche lang an dich denken und hoffen, dass du bald gute Freunde findest. Das ist ein Versprechen von mir an dich. Das ist voll creepy. Bitte nicht. Also das klingt voll creepy. Nee, lass das bitte bleiben. Ich will nicht in deinem Buch stehen. Wirklich nicht. Mit Telefonnummer und genauer Anschrift, damit ihr mir noch mehr Spam-Sachen zuschicken könnt oder so. Nee, danke. Okay. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke dir, Dirk. Tschüss. Auf Wiedersehen. Och Mensch, Dirk, der scheint ja echt ein armer Kerl zu sein, ne? Aber den Tipp, mal rauszugehen, um neue Freunde zu finden, darauf hätte er auch selbst kommen können vielleicht, ne? Nein. Hä? Ach, so funktioniert das? Und ob es jetzt hilft, seinen Namen ins Necronomicon einzutragen, da bin ich mir auch nicht so sicher. Der erste Schritt, Dirk, ist ja auf jeden Fall nicht mehr AstroTV zu gucken und vor allem da nicht anzurufen. Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ne? Denn die Astro-Knilche erzählen ja sowieso irgendwas. Wir haben das ja gerade schon gehört. Selbst wenn sie erwischt werden, drehen sie es noch irgendwie so hin, dass sie so tun, als hätten sie eigentlich recht. Okay, das will ich sehen. Ich sehe, dass du alles Gute zum 12. Geburtstag. Behalte weiter die gute Mischung von Humor und Ernst bei. Das werde ich, aber Humor habe ich nicht. Grundsätzlich ist alles ernst gemeint, was ich sage. Ich bin eine Kunstfigur. Kind einst eine sehr enge Beziehung hattest. Du hast wirklich sehr emotional an diesem Kind gehangen. Und ihr wart einmal sehr eng. Doch am Ende jetzt ist sagt es sie zerbrochen gleich, ich habe durch kein Missverständnisse, Kind. Durch das Falschverstehen, durch, sie wollte auch was ganz anderes in ihrem Leben. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe schon 7 Jahre nichts mehr von ihr gehört und gesehen. Ich Aber denke, die... ja, sie hat sich wohl getrennt, weil sie etwas anderes wollte und dachte, dass du das nicht zulässt. Nee, das Aber, stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Was nein, ist es was dann? Das ist eine Sekte, die dazwischen hing. Aha, dann ist es ja das, was ich sage. Sie wollte das, was du nicht wolltest. Ja, eben, er hat den Nagel. Also,
Es ist ja besser noch als Neitan, der sagt, guck mal, wie schlimm dein Chat ist. Er hätte ja sagen können, das ist ja eben das, was ich sage. Was anderes als du. Wie gut kann man ausweichen? Genau das. Genau auf den Kopf getroffen. Wie konnte er das so genau wissen? Der Mann ist ja genial. Der hat hellseherische Kräfte. Also, der neue Stern am Himmel von Astro TV, Darius von Nebo. Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf. Ja, großartig. Großartig. Ruft da auf jeden Fall an, gibt dem Mann ganz viel Geld, der kann euch auf jeden Fall ganz viel helfen. Und danke für die Geburtstagsglückwünsche hier nochmal im Chat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, Originalvideos verlinkt und schaut bei Twitch vorbei. Großartig. Nein, danke. Willst du nicht die Zukunft?